Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier in meiner Küche. Mein Name ist Gimano Pali und heute möchte ich mit euch was ganz, ganz Besonderes zaubern. Und zwar von diesem tollen Buch hier möchte ich heute, das ist ein Buch von Mixgenuss, von der Marke Mixgenuss. Und wir machen heute mal ein Hähnchen-Rahm-Gulasch. Yes, auf jeden Fall, ja. Supi, also in dem Sinne bräuchten wir eine Knoblauchzehe, ja, eine Schalotte, habe ich auch. Dann brauchen wir 25 Gramm Butter, ist schon alles gewogen. Dann 550 Gramm Hähnchenbrustfilet, das werde ich gleich ausschneiden und schön in Stücke machen. Müssen kleine Würfelstücke sein, ja, ganz wichtig. Dann nehmen wir 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Wasser, wird auch gleich vorbereitet. 100 Gramm Sahne, ein Teelöffel Gemüsebrühe oder Würfel, ich habe jetzt hier einen Würfel, ein Teelöffel Salz, 30 Gramm Tomatenmark, einen halben Teelöffel Paprika edelsüß, zwei Messbecher Messerspitze Currypulver und ein wenig Pfeffer. Ja, supi. So, wir legen jetzt los. Das erste, was wir machen ist, wir nehmen eine Schalotte in den Mixtopf, eine Knoblauchzehe, werden das Ganze schließen und für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Supi, weiter geht's. So. Das sieht dann natürlich so ganz klein aus, ja. Dann werden wir das Ganze mit dem Spatel runter machen. Super. Perfekt. Okay. So, jetzt kommt die 25 Gramm Butter hinzu. Super. Ganze dann nochmal schließen und für 2 Minuten 100 Grad auf Stufe 1. Supi, so, und wir machen weiter. Jetzt ist die Butter auch geschmolzen. Ich habe eben gesagt gekocht, das war natürlich falsch. Die wird geschmolzen, logisch. So, jetzt kommen 200 Gramm Schmand hinzu. So, einmal. Dann 550 Gramm Hähnchenbrustfilet in Würfel geschnitten. In kleine Würfelchen, ja? Okay? Super, das tun wir auch da rein. Schön. Bisschen verteilen das Ganze. Wunderbar. Perfekt. Perfetto, super. So, schon ein bisschen die Hände sauber. Okay. Dann nehmen wir 30 Gramm Tomatenmark. Perfekt. Ein Teelöffel Salz. 100 Gramm Sahne. Okay. 200 Gramm Wasser, lauwarm. Ein Gemüsebrühe-Würfel oder Teelöffel Gemüsebrühe, auch da rein. Dann einen halben Teelöffel Paprika edelsüß und zwei Messerspitzen Curry. Das ist hier drin, ja? Super. Ist jetzt auch drin. Ein paar Prise Pfeffer. Okay. So, das haben wir alles. Den Deckel. Und wenn euch das ein bisschen zu flüssig ist, dann macht ihr 2 Esslöffel Speisestärke mit rein. Aber das zeige ich euch gleich. Ja, wir schauen uns das gleich erstmal an. Ja, alles klar? Okay. Super, das werden wir jetzt schließen. So, das kommt hier hin.
Und das Ganze dann nochmal für 20 Minuten. Ich mache ein bisschen mehr, aber hier im Buch steht 20 Minuten. So, 20, 24 mache ich circa. Linkslauf. 100 Grad. Linkslauf auf Sanftstufe, ja? Also direkt das Kleinste. Wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben, so, ich habe jetzt alles vorbereitet. Wir haben hier noch knapp 18 Minuten. In der Zeit könnt ihr natürlich Bandnudeln nehmen oder in dem Fall diese hier, so ähnlich wie Fusilli, gedrehte Nudeln oder auch Spätzle oder auch Kroketten. Das könnt ihr als Beilage dazu nehmen zu diesem Gericht oder auch nur so essen. Ja, wir nehmen meistens Nudeln dazu. Wir machen jetzt diese hier ähnliche wie Fusilli, so gedrehte. Passt sehr gut, da geht die Soße da schön rein. Und die Portion ist für 4 Personen, für 4 Personen. Alles klar? Wir sehen uns gleich beim Probieren, ja? Bis nachher. So, fertig ist das Ganze. Wow, das sieht ja sehr, sehr lecker aus. So, wir schauen mal. Ja, das ist noch ein bisschen flüssiger, kein Problem. Jetzt machen wir ja so Folgendes. Wenn es zu flüssig ist, wie gesagt, dann machen wir jetzt 2x Esslöffel Speisestärke hinzu. Ja, tun das hier rein, kein Problem. Machen das Ganze dann nochmal für 2 Minuten. 2 Minuten 100 Grad. Linkslauf auf Sanftstufe, ja? Bis nachher. So, super. Ich habe auch schon die Nudeln vorbereitet, die hier sind. Wir werden das Ganze jetzt auch oben als Soße reintun. So. Ja, sieht schon besser aus. So, dann tun wir jetzt mal und probieren das Ganze, ja? Ihr braucht natürlich nicht die ganze Soße zu verbrauchen. Ihr könnt den Rest natürlich auch aufbewahren und dann könnt ihr natürlich es für den nächsten Tag machen. Ja? In der Vorratsdose abkühlen lassen das Ganze und dann das Ganze von mir aus dann auch mit Kartoffeln oder Kroketten auch mal zubereiten. Ja, okay. Ich probiere jetzt das Ganze mal. So, mischen wir mal ein bisschen Mescolada. Bella. So, eine Sekunde. Okay. Supi. So, buon appetito. Mmm. Noch ein, ja? Magnifique. Sehr, sehr lecker das Ganze. Sehr zu empfehlen. Auch meine zwei Prinzessinnen für Kids. Das super Essen, auch auf Vorbereitung. Soße ist natürlich noch drin. Könnt ihr hier noch sehen. Ist circa noch ein guter Liter. Ein Liter drin wahrscheinlich. Könnte man dann auch, wenn man das abkühlen lässt, am nächsten Tag nochmal zubereiten. Ein bisschen warm machen, Nudeln dazu oder Kroketten oder Bandnudeln oder was ihr mögt. Alles klar? In dem Sinne wünsche ich euch viel Glück beim Nachmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch ein paar Kommentare drunter lassen. Ja? Und vergesst nicht, ein Like dazulassen. Vielen Dank, euer Gimaro Pali. Ciao, alla prossima und bleibt gesund.